Ja, wie? Du rauchst heute gar nicht. Was für eine Landschaft. Jetzt guck dir nur das mal an. Und dann die Ruhe. Mehr braucht doch der Mensch nicht. Rechts der Schwarzwald, links die Schwäbische Alb. Jetzt leg mich doch am Arsch. Das letzte Mal hast du noch behauptet, dass du rauchen müsstest, wenn du so da müsstest, wie wenn du freie hocken hättest. Von vorne gesehen hast du behauptet, es täten wir ja sowieso im Freien hocken. Ja. Dabei weiß jeder, dass wir hinten sind. Nicht, und das Freie bloß gemalt ist. Ja, die Freiheit ist oft bloß gemalt. Ja. Freiheit ist ein Pinselstrich. Aber dadurch merkt man das eingesperrt gar nicht so. Vor allem nicht, wenn man eine Landschaft vor sich hat. Beziehungsweise hinter sich. Was meinst du? Ich meine, der Eugen zum Beispiel. Der hat sich sein Wohnzimmer mit lauter Landschaftstapete tapeziert. Mhm. Hinter sich, da hat er einen ganz gesunden, einen dichten, tropischen Regenwald. Vor sich, da sieht er einen naturbelassenen Strand auf Mallorca. Und rechts, da hat er eine Moorlandschaft. So, so echt, dass sogar die Stupfmuggen hockt. Ah. Und er hockt auf dem Sofa und raucht. Nein, nicht mehr. Weil das der Natur nicht gut tut, sagt er. Na ja, seit er in der Natur sitzt, sei er ein neuer Mensch. Hm. Also du, mit so viel Natur und Stupfmucke in meinem Wohnzimmer, da hätte ich verrückt werden. Du musst es an den Neu lassen. Ja. Ich brauche das Feeling auch. Ja. Wenn man genau nachguckt, dann sind wir an so einem klaren Tag wie heute sogar ganz dahinter der Bodensee. Also wer das versteht, kriegt 5 Mark. Der Bodensee. Das gibt's auch nicht überall. Ne? Nein, nicht mal in der Schweiz. Ja, das Schwäbische Meer, das Schwäbische Meer. Es gibt kein badisches Meer. Schwäbisches Meer heißt's. Ja. Komm, jetzt lass die Stichelei gegenüber unsere Landsleute. Das sind auch Gebührenzahler. Ja, aber nicht gern. Hm. Außerdem sehe ich kein Schwäbisches Meer. Weil du gibst doch kein Mie. Was, Mühe? Mühe. Du musst doch mehr Mühe geben. Ne? Wenn ich genau nachgucke, dann sehe ich sogar ganz dahinter der Kirchturm von Ludwigshafen. Ja, Schielschitz. Hm? Links siehst du den Bodensee und rechts siehst du Ludwigshafen. Wahrscheinlich jeden einzelnen Kamin der BASF. Also mit der Nummer, da kannst du im Zirkus auftreten. Ludwigshafen am Bodensee, du Doubler. Oh. Heimatkunde. Seht ihr das noch was? Hättest du in der Schule ein bisschen mehr aufpassen sollen. Anstatt da mit der Dings da rummachen. Außerdem war das meine Freundin. Oh, da hast du ja Barg verguckt. Wie verguckt? Bin ich falsch verguckt. Ich hab halt vorher dir schon geguckt. Ne? Wenn man genau nachguckt, dann sieht man's. Was sieht man denn? Wir leben in einem schönen Land. In einem Land der Freiheit und der Kunst. Der Kunst, schön zu leben. Man muss halt Tapeten kleben. Wie sagte schon Friedrich Schiller, die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Aua. So. Ja, jetzt, wo du siehst, jetzt sehe ich es auch. Natürlich, freilich. Von meinem Platz aus sieht man zwar momentan weniger Gäste wie sonst, aber dafür sehe ich jetzt den Schwarzwald, die Schwäbische Alb, den Bodensee. Und wenn ich mich rumdrehe, dann sehe ich das Kraichgau, Öhringen und die Häuser von Schwäbisch Hall. Und wenn ich aufstande, sogar das Kochertal. Aber ich bleib sitzen. Du, wenn wir uns rumdrehen, dann sehen wir einen Prickel von der Meilesmühle und einen Prickel vom Siebenmühletal. Du Depp. Das ist ja gemalte Sperrholzwand. Und wenn du genau nachguckst, dann ist dahinter der ganze Gruß von der stumpfen See, über den ich vorher beinahe drüber reingehagelt bin. Wie blöd muss man denn sein, wenn man beinahe über einen Gruß hineinhagelt? Entweder es gibt den Gruß, über den man reinhagelt, oder es gibt keinen Gruß, über den man reinhagelt, aber beinahe Gruß gibt es nicht.
wenn ich einen Gruß sehe, werde ich einfach machen. Dort in die Fernsehlinie, da sind auch überall ihren Gruß liegen. Obwohl ich den Ihrem Aufnahmeleiter schon x-mal gesagt habe, wenn dieser Gruß nächstes Mal immer noch da liegt und ich beinahe drüber reinhagel, komme ich nicht mehr. Es wäre beinahe idyllisch geworden fürs Publikum ohne dein Geschwätz. Weil wenn ich erzähle, was ich sehe, und wenn ich das richtig mache, mit der ganzen Überzeugungskraft, dann sieht das Publikum das auch. Umgekehrt. Wenn man die Kulisse dann wegschiebt und die Leute genau nachgucken, dann sehen sie nämlich genau das, was ich aussehe, nämlich einen Haufen Gruscht. Und da kannst du Landschaftsbilder an die Wand nachhängen, so viel du willst, dann bleibt der Gruscht ein Gruscht. Ja. Ja. Dein Geschwätz geht mir so langsam auf die Nerven dahinter. Komm, mach, dass du da hinter die Bühne gehst und den Vorhang aufkurbelst. Ja. Ja. Mensch. Also sowas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei uns in der Meudesmühle und auch bei Ihnen zu Hause. Heute präsentieren wir Ihnen den weit über unsere Grenzen hinaus bekannten Schauspieler und Kabarettisten René Südow. Und dann verzaubert uns der begnadete Comedian Martin Sirp. Und wie immer hier an dieser Stelle, Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Soll ich jetzt Kobler oder wie? Ja, natürlich. Nicht? Oder willst du unser Publikum nur lang mit diesem Blick über den Bodensee langweilen? Ja, das mache ich gerne. Ich gucke gerne in die Ferne, auch wenn ich gar nichts sehe. Ich finde es wunderschön. Die Realität mir schadet, nur die geht mir wieder, die Natur. Vorhang auf für René Südow. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Zuschauer. Es freut mich sehr, ich wurde vom Veranstalter gebeten, den humoristischen Teil des Abends kurz zu unterbrechen und einen kleinen Vortrag zu halten über das wichtigste Thema heutzutage. Nicht Gesundheit, nein, sondern Bildung. Und ich weiß, was Sie jetzt sagen. Sie denken jetzt, gut, Bildung von einem politischen Kabarettisten, da kommen jetzt Lehrerwitze oder sowas. Und ich sage, nein, keine Sorge, keine Lehrerwitze. Schauen Sie, Lehrerwitze von einem politischen Kabarettisten, man verscherzt es sich nicht mit seiner Zielgruppe. Und ich bin ganz sicher, dass heute Abend auch der ein oder andere Lehrer durchgerutscht ist. Und ich versichere Ihnen, ich bin völlig auf Ihrer Seite. Naja, es ist doch so. Schauen Sie, wenn ich früher mit einer 5 in Mathe nach Hause gekommen bin, dann haben meine Eltern zu mir gesagt, was hast du nur falsch gemacht? Wenn heute der Junge mit einer 5 nach Hause kommt, gehen die Eltern zum Lehrer und fragen ihn, was haben Sie falsch gemacht? Ne, die Lehrer sind doch heute an allem schuld. Die bringen ja den Kindern nichts mehr bei. Die Schulen werden immer schlechter. Ja, und ich rede jetzt nicht von so Problemschulen in Brennpunktbezirken. Nicht? Sie kennen das mit Schülern aus schwierigen Familien, nicht? Wo die Eltern sehr oft umgezogen sind. Aber die Kinder haben sie immer wieder aufgespürt. Also davon spreche ich jetzt nicht. Nee, ich spreche ja von uns Privilegierten, die wir unsere Kinder aufs Gymnasium, auf die Realschule, Waldorfschule, Montessori und andere Reformhäuser schicken können. Nicht dort. Dort beschweren sich ja die Eltern. Nee, und wer ist schuld? Immer die Lehrer. Ich meine, gehen Sie mal auf einen Elternabend. Nicht, Sie kennen das so. Ein Elternabend, da sitzen meist so zwei Arten von Eltern. Nicht auf der einen Seite sitzen so die Macher, die Helikoptereltern. Ach, Helikopter, Apache-Hubschrauber sind das. Die ihre Kinder schon in der 2. Klasse mit einem GPS-fähigen Handy ausgestattet haben, weil die Fußfessel in Deutschland leider doch nicht erlaubt worden ist. Und die beschweren sich immer am lautesten. Nicht, meine Kinder müssen was lernen, meine Kinder müssen mehr gefordert werden. Vater Apache hält dann meist einen Vortrag über die Zukunft der Bildung und dass seine beiden Söhne Mauritius und Verdun nicht auf die Realitäten des Arbeitsmarktes vorbereitet werden und er lässt dabei so viel heiße Luft ab, dass man das Gefühl hat, er möchte seinen Aggregatzustand verändern. Und auf der anderen Seite des Elternabends, kennen Sie auch, sitzen dann so die Alternativos. Sie wissen so, die salzlosen Knäckebrote. Also Sie wissen so, die Eltern, die ganz bewusst mit ihren drei Kindern, Norwin, Abraxas und Killefit, raus aufs Land gezogen sind, damit die Kinder wenigstens 3 Stunden mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Also, Sie kennen diese Eltern, die haben auch immer die gleichen Klamotten an, nicht diese wollenen Brustpanzer, nicht? Und diese Puffhosen. Kennen Sie das, diese Puffhosen, nicht? Wo man sich immer fragt, wer trägt eigentlich die Windel, das Kind oder der Vater? Nicht, dass Sie so, aber jetzt nicht, dass Sie gesagt haben, ich hätte mich jetzt über so Hippie-Eltern lustig gemacht. Nein, wissen Sie, die Alternativos, das sind ja wenigstens die Intellektuellen unter den Eltern. Die Alternativos, die wissen, dass Monteverdi 1607 die Oper entwickelt hat.
Die Apache-Eltern, die hören Musik, wenn überhaupt, dann bei Spotify oder YouTube und dort auch nur die Biber-Bumsebiene. Aber alle beschweren sich, dass die Kinder nichts mehr lernen in der Schule. Nee, und alle Kinder haben ADS. Das wissen Sie auch, alle Kinder. Alle Kinder haben ADS, alle. Außer die Kinder der Besserverdienenden, die haben ADHS. Und alle beschweren sich, dass die Kinder nichts mehr lernen. Es beschweren sich schon die Kinder. Und nicht erst seit diesem Homeschooling und so. Nein, nein, die, schon 2015 schrieb eine 17-Jährige bei Twitter, sie könne in 4 Sprachen Gedichte übersetzen, hätte aber keine Ahnung von Miete, Steuern oder Versicherungen. Niemand brächte ihr bei, Zitat, wie man auf eigenen Beinen steht. Gut, man könnte jetzt anführen, deswegen heißt es eigene Beine. Und ganz nebenbei, niemand wird gezwungen, sein Wissen auf Schulunterricht zu beschränken. Aber diese Nachricht fand begeisterten Zuspruch. Zehntausende Follower bei Twitter, bei Instagram, Medien und Politik machten eine Bildungsdebatte auf. Es gab Umfragen zu dem Thema und tatsächlich. 53% der Schüler Nordrhein-Westfalens, das Bundesland, in dem ich zurzeit lebe, wünschten sich ein Fach namens Finanzwesen. Und selbst Christian Lindner, die geföhnte Büroklammer der koketten Ahnungslosigkeit, benutzte die Aufzählung des Twitter-Mädchens im Wahlkampf, der Plan ging auf und unter jubelndem Beifall führte die FDP bei uns im Land das Fach Wirtschaft in den Schulen ein. Schüler und auch Herr Lindner glauben also, es wäre wichtig, diese Dinge in der Schule zu lernen. Sie halten Finanzwesen, Steuererklärungen, Versicherungen für essentielle Bereiche der Bildung. Aber Sie und dieses twitternde Mädchen verwechseln hier Bildung mit Wissen. Wissen sind Daten. Sie vermitteln uns ein nützliches Instrumentarium. Wissen, das ist die Bauanleitung fürs Billigregal, ist ein Backrezept, ist der Lösungsweg einer Steuererklärung. Bildung hat eine moralische Komponente. Aus der Geschichte lernen, physikalische Zusammenhänge zu begreifen. Selbst die Interpretation eines Gedichtes bildet Charakter, Herz und Denkvermögen. Oder kurz gesagt, wenn Sie Wissen anhäufen, können Sie eine Steuererklärung machen. Wenn Sie gebildet sind, können Sie dabei bescheißen. Und ganz nebenbei, wenn Sie tatsächlich in der Lage sind, ein Gedicht in 4 Sprachen zu übersetzen, also dann schaffen Sie es auch aus dem Telefonbuch, die Nummer eines Steuerberaters herauszusuchen. Das twitternde Mädchen studiert heute übrigens Sportmanagement und schreibt Kolumnen für das Handelsblatt. Geht doch ganz gut auf den eigenen Beinen. Warum aber wollen Schüler Unterricht in Finanzwesen? Warum wollen sie Wissen anhäufen statt Bildung? Na, weil wir es ihnen sagen. Weil wir es ihnen suggerieren, weil Wissen im Gegensatz zur Bildung effizient ist. Und nur wer effizient ist, der schafft es auch in der Leistungsgesellschaft. Das sagen Politiker wie Herr Lindner, sagen sehr schlaue Pädagogen, die meist die Pädagogen sind, die in Talkshows sitzen und dann erzählen, dass es nicht so wichtig ist, den Schülern heute Erdkunde, Geschichte oder sowas beizubringen. Wichtiger sind heute die Kompetenzen, die Medienkompetenzen, Internetkompetenzen, Just-in-Time-Kompetenzen, Arsch-Abwisch-Kompetenzen. Wenn demnächst mein Spezialist zu Ihnen kommt, irgendwas von Kompetenzen erzählt, suchen Sie das schnellste Pferd und anschließend das Weite. Diese Pädagogen sprechen dann auch immer in diesen Talkshows von einem vernetzten Klassenzimmer. Als höchstem digitalen Bildungsideal. Jeder Schüler muss heute ein iPad haben statt Heften. Am besten schon ab der 1. Klasse. Ich habe 10 Jahre lang Schüler und Studenten unterrichtet. Glauben Sie mir, das größte Problem an Deutschlands Schulen ist nicht der fehlende Internetzugang, sondern dass der Putz vom Asbest runtertropft. Und jetzt mal im Ernst. Das Problem sind doch nicht fehlende Internetkompetenzen der Schüler. Die Schüler, die haben die Turnhalle bei Immobilien-Scout24 verkauft. Da hat der Lehrer noch nicht mal den Tageslichtprojektor aufgebaut. Aber so die Schmalspurpädagogen, kein digitales Klassenzimmer, kein Anschluss an die Leistungsgesellschaft. Das ist doch schon das Missverständnis. Wer bewundert denn Leistung? Wer bewundert hart arbeitende Leute? Leute, die auf einer Baustelle arbeiten, in der Pflege, in einem Krankenhaus. Wir bewundern doch nicht Leistung, wir applaudieren der Leistung, ja, das schon. Aber wir bewundern Erfolg. Wir bewundern Heidi Klum, das Pin-Up-Girl des Sozialdarwinismus. Wir bewundern Kim Kardashian, eine Frau, die nichts gelernt hat, die nichts kann, deren Lebensleistung darin besteht, die meisten Follower bei Twitter und Instagram zu haben, die eines der am häufigsten angeklickten Fotos der Welt hochgeladen hat, ein Foto ihres eigenen Hinterns. Solche Leute. Wir bewundern Leute, die reich geworden sind. Mit einer einzigen Idee am besten. Es gibt einen Herrn, der hat ausgesorgt. Der hat so viel Geld verdient mit einer iPhone-App. Der hat eine App entwickelt, die heißt Hold On. Kennen Sie Hold On? Haben Sie? Nein. Hold On ist eine App, die misst, wie lange Sie mit Ihrem Finger auf einem Punkt Ihres iPhones verharren können. Wer benutzt denn so etwas?
Oder anders gefragt, gibt es nicht doch Leute, für die es besser wäre, wenn sie saufen würden? In diesem Sinne, auf die Bildung, hoch die Tassen. Vielen herzlichen Dank. Aber immer wieder schön, dass du da bist. Und dann ist auch noch der Bodensee in der Sendung. Ist und das dann nicht schön? Gemeinerweise haust du uns immer die Wahrheiten der Maße um die Ohren. Vielleicht ein Teil der Wahrheit, vielleicht. Ja, das kann ja sein. Ich habe mal gelesen, wichtig ist auch, was man nicht weiß. Also, Sokrates, ja, genau. Ja, genau. Großartig. Nicht nur Sokrates, sondern du kannst ein gebildeter Mensch darin erkennen, wenn er was nicht weiß, wenn einer der ganze Abend bloß über die Königshäuser spricht oder über Fußball spricht, der ganze Abend. Ja. Na, weißt du, hast mit einem wissenden Menschen zu tun. Ja, sagen wir Teilbereich, ja, das ist schon, also, ist schon aber ganz mit keinem gebildeten. Das kann der sein. Ja, gebildeter Mensch kümmert sich doch um eine andere Frage. Oh, die können ja, Entschuldigung. Kalle, wir können zusammen schwätzen. Ja, ich muss euch leider unterbrechen, weil jetzt kommt unsere Stumpfes, also unsere Hausband. Oh, ja. Herrn Stumpfes, Sie und Zupfkapelle. Das Busle lade, Tschüssle sage, dir zuschlage, endlich huckert wirklich alle drin. Scheib aufhauer, Gang einhauer, Kat raussuchen, Schimpfe, Fluche, Stumpfe sind halt wieder unterwegs. Schlepper, Körner schieber, Kabelzieher, junge Krieger, alles springt wie Narren durch den Saal. Schwitzer, Stänger, Vorhäng, Hänger, Schreier, Lacher, Nore machen, denn in 10 Minuten kommen gleich. Ich muss ja zugeben, dass mein Blick vorher über die Schwäbische Alb, der Schwarzwald, bis runter in den Bodensee geradezu was Magisches an sich kettet. Es war blöd. Und blöd sind Leute nicht. Das nicht. Aber Sie lassen sich gerne etwas vormachen, weil Sie mir sind vom Schaffen. Und euch so ein Blick über den Bodensee ist schon was Erfrischendes, oder? Wir müssen der Realität ins Auge gucken. Und nicht mit einem dackelhaften Guck so da, als wäre alles wunderbar. Wenn ich aber genau nachgucke, dann gefällt mir das, was ich manchmal sehe, nämlich. Wenn du aber nicht genau nachguckst, dann hagelst du über den ganzen Dreck rein, wo überall rumfährt. Wieso heißt es noch Auge zu und durch? Das sagen bloß die, die den Dreck machen. Ja. Na, ich sag dir alles. Nicht Augen zu. Genau nachgucken muss man. Wenn man was verändern will. Wenn ich aber jetzt genau näher gucke, dann würde ich sagen, du hast aber einen ganz schönen Dreck hinterlassen. Das Glas ist doch nicht sauber gespielt. He? Also hört sich aber alles auf. Ja. Mach das sofort, komm, ich mach den Vorhang dann auf. Ja. Guckt man genau um sich herum und sieht das ganze Brimborium, dann wird es einem manchmal durmelig. Die Welt dreht sich im Taubendicht. Wir lassen uns den Blick verstellen von manchen üblen Gesellen, die nur auf Vorteil sind bedacht. Geht's weiter so, dann gute Nacht. Vorhang auf für Martin Zirp. Guten Abend, guten Abend. Wie ist die Stimmung? Ein schwäbischer Hexenkessel, ich werde verrückt, ja. Ja, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Martin Sierp, wobei ich festgestellt habe, Sierp ist eigentlich gar kein Name. Sierp ist ein Geräusch.
Ja, es passiert ganz oft, dass ich mich irgendwo vorstelle, Sirp, und die Leute antworten immer, Gesundheit. Und die zweite Schwierigkeit, die mein Name hat, dass die wenigsten Leute, wenn sie zum ersten Mal hören, nicht wissen, wie man ihn richtig schreibt. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Sirp schreibt sich S-I-E-R-P. Ich habe das mal vorbereitet für Sie. S-I-E-R-P oder einfach Preis rückwärts. Ja, ich lasse das so lange stehen, bis das jeder kapiert hat, ne? Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin verheiratet und habe 2 Söhne und mein kleiner Sohn, der heißt Leo Sirp. Und wenn man das jetzt rückwärts liest, ergibt das zufälligerweise Ölpreis. Ja, ich sehe noch ein paar Fragezeichen, ey. Kein Problem, für die habe ich es auch noch mal vorbereitet, ne? Ja, ich erzähle mal ganz gerne so eine kleine Anekdote über ihn. Er hat noch einen älteren Bruder. Und wir 3 Jungs, wir waren vor einer Weile zusammen Minigolf spielen. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, Jungs. Wer gewinnt, der darf sich hinterher was wünschen. Habe ich dummerweise selbst gewonnen, ne, wie es manchmal so ist. Und dann fragte er mich, ey, Papa, was wünschen dir? Und ich wollte ganz clever sein, habe gesagt, okay, pass auf, ich wünsche mir 2 ganz, ganz liebe Jungs. Daraufhin sagte er, nee, ey, nicht noch 2 Jungs. Ja, wir sind leider lustiger als ich. Ich schreibe übrigens auch immer auf Facebook, schreibe ich die ganzen Sprüche, die die machen. Ne? Neulich komme ich nach 5 Tourtagen nach Hause, ne? Sieht mich mein kleiner Sohn von oben bis unten an und meint, oh, ein Vater Morgana. Ja, muss man erstmal drauf kommen. Ich kann vielleicht noch kurz erzählen, wo ich herkomme. Ich komme aus der gastfreundlichsten Stadt Deutschlands. Ich komme aus Berlin, genau. Ja. Ja, Gastfreundlichkeit bei uns in Berlin bedeutet, dass der Gast freundlich sein muss. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich an, ist tatsächlich so, ist leider kein Witz, aber wenn Sie kommen, müssen Sie bitte mit dem Auto, mit der Bahn kommen, weil wir haben keinen Flughafen. Ne? Das muss man einfach über Berlin wissen. Ja, René hat eben schon erzählt, Elternabende, ich habe auch einen kleinen Tipp für einen Elternabend mitgebracht, vielleicht überhaupt erstmal die Frage, wer von Ihnen hat Kinder, mal ganz kurz applaudieren mit Kindern, dass ich so einen akustischen Eindruck kriege, so, wer von Ihnen hat Kinder, klatschen Sie ruhig. Ja, okay. Gegenprobe, wer von Ihnen hat keine Kinder, mal ganz kurz klatschen. Ja, okay. Wer von Ihnen ist sich nicht sicher, ob er Kinder hat oder nicht? Mal ganz kurz klatschen. Oh, da wird ganz stolz geklatscht. Ja. Neulich an der Stelle hat eine Frau geklatscht. Fand ich sehr irritierend. War aber auch in Baden, muss ich dazu sagen. So. Ja, ich habe einen Tipp auch mitgebracht für einen Elternabend. Meine Söhne gehen auf so eine Schule, wo gerne mal nach den Sommerferien die Klassen wieder neu zusammengewürfelt werden. Das heißt, man hat wieder diesen Vorstellungselternabend, ne, wo man sagen muss, hallo, ich bin Martin, ich bin der Papa von Leo, also vom Ölpreis, und ich mache das und das. Ne? Und sollte bei so einem Elternabend zum Beispiel eine Mutter sagen, ja, hallo, ich bin die Dörte, ich bin die Mama von der Sophie, ich bin alleinerziehend, dann müssen Sie ohne mit der Wimper zucken sofort antworten. Ja, kein Wunder! Ich weiß, es kommt vielleicht ein bisschen aggressiv rüber und vielleicht auch ein Ticken uncharmant, aber ich garantiere Ihnen hundertprozentig, Sie werden in kein Amt gewählt. Selbst wenn Sie sich bewerben, es passiert einfach nicht. Ja. Das ist überhaupt mein Appell an Sie. Gehen Sie einfach mal, oh, jetzt ist da hinten auch angekommen, herzlich willkommen in der Show. Verhalten Sie sich mal nicht gesellschaftlich konform. Ich gebe mal ein Beispiel, was wirklich passiert ist. Meine Frau und ich, wir waren vor ein paar Jahren bei einer Arbeitskollegin von meiner Frau eingeladen. Die Arbeitskollegin ist Französin, eine fantastische Köchin. Die ist mit einem Diplomaten verheiratet und die haben in Berlin in so einer schicken Altbauwohnung, ich würde sagen, so gesellschaftliche Salons abgehalten. Man saß da an so einer riesengroßen, langen Tafel. Es gab fantastisches französisches Essen. Hier war der Flur, da war die Gästetoilette und es kamen Leute aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammen, aus verschiedenen Berufen, und man sollte, wie man so neudeutsch sagt, dieses Socializing betreiben, also sich miteinander austauschen. Und was soll ich sagen? Es war ein stinklangweiliger Abend. Und ich habe mir gedacht, komm, das müssen wir doch mal ein bisschen auflockern hier. Ne? Und unsere Söhne waren damals wirklich noch so in diesem Kleinkindalter und ich habe mir überlegt, ey, ich verhalte mich jetzt einfach mal so, wie sich meine Söhne jetzt verhalten würden in dieser Situation, und habe dann halt so am Tisch gesessen und habe da halt so angefangen, so und meine Frau, die kennt mich ja schon eine Weile, sagt, oh Gott, ey, jetzt geht das wieder los. Ne? Aber die macht bei sowas immer mit, freundlicherweise. Und die sagt dann, Mann, dann geh da auf Toilette. Und ich so, nein, ich muss nicht, nein. Um dann 30 Sekunden später wie von der Tarantel gestochen aufzuspringen und auf diese Gästetoilette zu rennen. Da habe ich so 3-4 Minuten gewartet, habe dann durch die geschlossene Tür gerufen. Fertig!
Ich hab Kacki gemacht! Daraufhin ist meine Frau aufgestanden, ist zu mir auf die Gästetoilette gekommen. Wir haben wieder so 3-4 Minuten gewartet, sind dann gemeinsam zurück an den Tisch gegangen, haben uns hingesetzt und so getan, als wäre nichts gewesen. Aber ich kann Ihnen sagen, der Abend war danach ein anderer. Also machen Sie ruhig mal Quatsch. Das bietet sich definitiv an. Ja, genau, das war die Applausstelle. Das ist sehr gut erkannt. Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren verheiratet. Ich bin 20 Jahre verheiratet und ich habe in 20 Jahren Ehe habe ich Folgendes festgestellt. Und zwar, Frauen heiraten Männer, damit sie sich verändern. Machen die aber nicht. Und Männer heiraten Frauen, damit die so bleiben, wie sie sind. Genau, machen die aber nicht. Genau, und das ist das grundlegende Problem. Und ich habe noch einen Tipp für Sie. Wer von Ihnen in einer längeren Beziehung ist, wie kann man sich nach vielen Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens noch diese Frische im Schlafzimmer halten? Ganz einfach. Febreze. Probieren Sie es aus. Hilft definitiv. Und, aber es ist natürlich wichtig in der Ehe, dass man auch Gemeinsamkeiten hat. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt für uns wieder das Hobby des Tanzens entdeckt. Weil man sagt ja auch, Tanzen ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und ich bin ja von Hause aus ein sehr, sehr guter Tänzer. Ja, wenn mich der Rhythmus nicht mal aus dem Takt bringen würde. Aber ich habe jetzt eine Methode entwickelt, wie man tanzen kann, ohne zu tanzen. Weil Tanzen ist nicht unsere deutsche Kernkompetenz, habe ich festgestellt. Aber es gibt ja manchmal so soziale Zwänge. Da muss man tanzen, was weiß ich, bei einer Hochzeit, bei einer Firmenweihnachtsfeier, bei einer Scheidung, was weiß ich. Und ich habe die Methode mit, ich stelle sie einfach mal vor, vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen. Man muss ein bisschen basteln, aber das lohnt sich definitiv. Man benötigt dafür 2 handelsübliche Knöpfe, die können jetzt von der Jacke, vom Hemd, vom Kopfkissenbezug sein, das ist völlig egal. Des Weiteren benötigt man noch so eine Nylonschnur, man kann auch Zahnseide nehmen, damit verbindet man die beiden Knöpfe. Jetzt klebt man hinten auf die Knöpfe noch so doppelt Teppichklebeband drauf. Jetzt wird das Ganze so am Ohr befestigt. Richtig fest andrücken, so. Zweite Ohr kommt auch noch dran. Schwupp. So, das heißt, wir haben jetzt eine Verbindung zwischen unseren Ohren hergestellt. Das heißt, wir können die Ohren bewegen. Sie kriegen die Idee? Ja. Ich weiß, das ist im Moment nicht direkt spektakulär. Aber wenn man so vorbereitet auf eine Tanzfläche geht, wo Musik gespielt wird, bekommt das eine komplett andere Idee. Passen Sie mal auf. Viel Spaß für wenig Geld. Das war's von mir. Mein Name ist Martin Sieb. Danke sehr. Danke sehr. So möchte ich auch mit den Ohren wackeln gehen. Ja, du hast jetzt gelernt, wie es geht. Ja, du eben nicht. Du verheimlichst das ja, wie das. Vor allen Dingen die leuchtenden roten Ohren. Mensch, was hab ich? Ich hab immer selber rote Ohren gekriegt, wenn ich Mädchen auch gemacht habe. Und da hat's bei mir. Aber der Rest hat nicht geleuchtet, gell, Karl? Selten. Ich muss euch jetzt leider unterbrechen, wir sind wieder am Schluss angelangt. Ja? Die Uhr zwingt mich jetzt dazu. Ja, dann kommt mein Schlussgedicht. Nein. Du hast halt genug gedichtet und die Reihen hier gelichtet mit deinen Worten, die banal, fast leer geschwätzt den ganzen Saal. Nicht ich, man, es gibt einen anderen Grund. Leg mich am Arsch und bleibet gesund.